Aloha, Gamerinos und Gamerinas. Willkommen bei Unicorn Storm und willkommen zu einer neuen Fooling Around. Hier ist wieder Rady. Und ich habe nur ein ganz kleines Video für ein ganz kleines Spiel dabei, das sich da nennt Townscaper. Und normalerweise bin ich nicht ein großer Fan davon, mir Early Access Spiele zu holen oder groß über Early Access Spiele zu reden. Aber dieses Spiel ist etwas anderes, weil es wahrscheinlich nicht mal ein Spiel ist. Oder sagen wir mal, ein Spiel im traditionellen Sinne. Ich würde es vielmehr als so ein kleines Zeichenwerkzeug, ein Kunstwerkzeug bezeichnen. Aber so wie man mit Holzbausteinen oder Legos spielen kann, so kann man bei Townscaper spielen. Letztendlich haben wir in dem Spiel eine kleine freie Fläche, auf die wir eine künstliche Insel setzen können. Und dann können wir darauf Häuser bauen. Und das war's. Der ganze Sinn und Zweck dieses Spiels ist es eigentlich bloß, eine Insel so zu bauen, wie man es gerne möchte und dabei Spaß zu haben und dann irgendwann aufzuhören und sich daran zu erfreuen, was man gemacht hat und vielleicht coole Screenshots machen oder coole Kamerafahrten machen und keine Ahnung, einfach sich ein bisschen in diese Fantasie reinstürzen, in dieses frühe kindliche Rollenspiel reinstürzen, wo man seine eigene Stadt hatte und sich seine eigenen Geschichten darin überlegen konnte und all solche kleinen Späße. Sowas, was ich tatsächlich mit SimCity 2000 gemacht habe. Wo ich mir das Urban Development Tool genommen habe, wo man im Grunde ohne das Spiel zu spielen, also ohne Steuern einzutreiben und Sachen zu bezahlen, sondern einfach nur alle Gebäude, die man wollte, bauen konnte und kostenlos terraformen konnte und alles. Und da habe ich mir einfach dann coole Städte gebaut und habe mich dran erfreut, wie cool es aussieht. Wie cool das einfach aussieht, da sich das vorzustellen, wie die Stadt ist, wie alles angeordnet ist, was in dieser Stadt alles passieren könnte. Und das ist dieses Spiel. Wir haben jetzt keine Hightech-Städte, sondern es sieht ein wenig so aus, ja, wie man sich Venedig oder Burano vorstellen kann. Also im Grunde simple Steinhäuser, die im Grunde auf einer, ja, Kanalstadt gebaut sind, die nah am Wasser sind. Die zugrunde liegende Engine sorgt dafür, dass immer geschaut wird, ob sich verschiedene Hausteile berühren. Und wenn das so ist, verändert sich so ein bisschen die Form der Häuser. Und so können wir flache oder schräge Dächer haben oder runde Türme. So können Häuser kleine Treppen haben oder Bänke oder einfach kleine Deko noch drumrum. So können Treppen zum Strand runterführen, wobei nicht viel Strand zur Verfügung steht. Und letztendlich können wir uns so einfach austoben. Wir haben keine volle Kontrolle darüber, was wir genau bauen bzw. wie es exakt aussieht. Sondern wir sind ein bisschen an das Raster gebunden, auf dem das Spiel läuft und daran, wie die Engine sozusagen unsere gebauten Häuser interpretiert. Und trotzdem können wir einfach hier schön rumspielen und schöne kleine Fantasy-Städte bauen. Und ja, das war's. Das ist alles. Es ist einfach schön. Es ist einfach ein schönes kleines Spiel. Es ist noch im Early Access. Und soweit wie ich das jetzt hier verstanden habe, aus dem, was der Entwickler geschrieben hat, geht es eigentlich bloß drum, so ein paar Quality-of-Life-Sachen reinzutun. Vielleicht eine ordentliche freie Kamera noch reinzutun. So solche Späße. Ich würde es cool finden, wenn man noch andere Bodenflächen machen kann. Und wenn es ein paar Tools gibt, mit denen man nicht jede Fläche einzeln anklicken muss, um dorthin zu bauen, weil man erst irgendwie eine halbe Stunde die Insel modeln muss, bevor man dann ordentlich drauf bauen kann. Man kann auch damit herumexperimentieren, dass man Teile aus Häusern wieder entfernt und sie dann auf irgendwelchen Stelzen gebaut sind. Also es ist einfach ein schönes Spiel, um sich einfach ein bisschen auszutoben, so wie es damals im Grunde Mario Paint war. Und mehr braucht man manchmal gar nicht. Man braucht manchmal keine große Simulation, sondern manchmal möchte man einfach nur ein bisschen kreativ sein. Das ist doch das, was man letztendlich bei Spore gemacht hat. Das ist das, was man in diesem Spiel machen kann. Das Spiel kostet 5 Euro, was meiner Meinung nach ganz okay ist. Man darf halt einfach nicht zu viel erwarten, beziehungsweise man darf nicht das Falsche erwarten. Man muss hiermit rechnen, einfach ein kleines Tool zu bekommen, bei dem man sich ein wenig ausruht, ein wenig relaxed, ein wenig chillt und einfach Spaß an den tollen Farben und Formen hat. Fast schon wie im Säuglingsalter, nur vielleicht ein bisschen cooler, ein ganz kleines bisschen cooler. Und wem das gefällt, was man hier schon sieht und wer sich vorstellen kann, einfach hiermit immer mal ein paar Minuten zuzubringen und sich einfach drüber zu freuen, coole Bilder im Grunde zu malen.
der kann sich das Spiel gerne holen. Und wer den Sinn hier nicht so wirklich drin sieht, der verpasst nicht viel. Ich habe es einfach nur gerade gesehen und wollte es ein wenig mit anderen Leuten teilen. Und vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der tatsächlich auch ein wenig Zeit hiermit verbringen möchte. Was auch immer ihr tut, habt noch einen großartigen Tag. Das war's von Rady. Und wir sehen uns beim nächsten Programm.